Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um dieses schöne Kfz hier. Den kennt ihr schon, den Rufus. Und ich mache dieses Video, weil ich euch etwas vorstellen will. Nämlich meine neuen Spinner. Ja, jetzt habt ihr gedacht, jetzt könnt ihr mich mal ein bisschen ärgern. Nein, es geht natürlich nicht um Spinner, sondern um Spinner. Denn VW hat hier so eine schöne Reihe vorgestellt. Dynamische Kappen nennt sich das. Eyecatcher. Und die haben ja so den umgangssprachlichen Namen Spinner. Woher kommt das? Ich kann es euch nicht sagen. Schön, dass ihr fragt. Ich gehe mal davon aus, dass es aus dem Amerikanischen kommt, denn da gibt es ja diese schönen Spinner, die wirklich die ganzen Felgen sind. Dass, wenn man fährt, dass es aussieht, als würde das Auto stehen. Beziehungsweise wenn man steht, rollen die Felgen nach. Habt ihr wahrscheinlich schon in jedem, weiß ich nicht, ja, welche Filme guckt man denn da? Fast and the Furious, Vin Diesel, irgendein Vin Diesel Film. Habt ihr mit Sicherheit solche Teile schon mal gesehen? Coole Sache, sieht echt heftig aus, meistens auf dem Hammer H3 oder sonst wo. Aber in Deutschland, Straßenverkehrsordnung sei Dank, nicht zugelassen, so eine Scheiße. Aber bei VW ist man ja kreativ und man nimmt sich das vor für die Nabenkappen. Wie man sieht, die drehen sich, ich habe sie schon drauf. Und ich werde euch gleich zeigen, einmal wie es vorher aussah, wie es nachher aussah und der Vergleich. Und natürlich, ob das auch funktioniert, wenn man was schneller fährt. Ihr werdet sehen, bleibt am Ball, bis gleich. Hier haben wir direkt mal auch den Vergleich, also jetzt mal ganz fernab vom Spin hier. Hier sehen wir, wie die aussehen. Also hier ist ja auch, sehen ja auch schon ganz gut aus. Aber ich finde, die sind schon, schon ein bisschen klobiger. Also die stehen schon ein Stück weiter raus. Und gut, die spiegeln auch, aber so an sich sehen die ein bisschen aus wie aufgeklebt, finde ich. Wenn man jetzt mal hier vergleicht, so weit rausstehen, tun die alten nicht. Aber naja, was man nicht so alles tut für den Effekt. Ne? So, ich schaue mal, dass ich eine Aufnahme hinkriege, wo ihr seht, wie es vorher und nachher war und sage bis gleich. Ne? So, ihr habt es gesehen, es funktioniert, es sieht super aus und ich muss sagen, ich finde es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her in Ordnung, aber nur, weil ich es bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Ich habe nämlich nicht den vollen Preis bezahlt. VW ruft, soweit ich weiß, dafür 100 Euro auf. Finde ich für sowas Kleines ein bisschen zu viel und wenn wir mal ehrlich sind, ihr seht es nicht, wenn ihr im Auto sitzt. Es sehen vielleicht Leute draußen und denken sich cool, aber nehmen wir mal wirklich die Realität, die meisten sehen das gar nicht und achten auch nicht drauf. Ich habe, wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen gekauft, habe 65 Euro bezahlt und habe meine alten Namenkappen für 20 Euro verkauft. Umgerechnung 45 Euro habe ich effektiv bezahlt. Finde ich in Ordnung. Ich persönlich muss aber sagen, ich glaube, ich würde sie nicht im Winter montieren, da ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob die Korrosion, Salz etc. diesen Teilen nicht ganz böse zusetzt und ob die dann nicht sogar nach dem ersten Winter ihren Geist aufgeben. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt mal drunter, wie ihr dazu steht, ob ihr der Meinung seid, die Dinger sind cool oder ob ihr der Meinung seid, die sehen scheiße. Vielleicht lässt sich ja der eine oder andere noch nicht mal mit dem Gedanken anfreunden, das neue VW-Logo bei dem alten VW-Logo zu haben hier. Ja, was ist eure Meinung? Lasst es mich wissen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Video und Abo dalassen. Bis dann.